Na Fury, wie wär's mit einem kleinen Ausritt? Hast du Lust? So müde wie ich? Nein, wir sind doch erst vor einer Stunde aufgestanden. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass wir 5 Stunden Schule vor uns haben, wird mir schlecht. Tröste dich, in 2 Wochen haben wir doch Ferien. Natürlich, ist ja wahr. Jetzt geht's mir schon wieder besser. Wir müssen gehen, mein kleiner Freund, komm. Ich bin nicht dein kleiner Freund, ich bin dein Freund. Sei mir nicht böse, Pivi. Ich weiß nicht, wen du mit Pivi meinst. Also gut, Rodney, abgemacht. Das ist mir doch nur so rausgerutscht. Es ist nicht so schlimm, es ist nicht, meinetwegen, es ist nur wegen meiner Größe. Aber hör mal, viele große Männer sind doch klein gewesen. Napoleon, Benjamin Franklin, Caruso, Friedrich der Große. Sag uns mal den Jungs, die sich über mich lustig machen. Um die brauchst du dich doch nicht zu kümmern. Also wir treffen uns in der Pause. Ich muss mir noch ein Heft kaufen. Komm nicht zu spät. Nein, nein. Ja, Joe hat eben leider doch recht. Ich bin wirklich nur ein kleiner Freund, weiter nichts. Hallo! Guten Morgen, Pivi. Ich heiße Rodney. Na, wie geht's dir denn, du abgebrochener Baumstumpf? Nenn mich bei meinem richtigen Namen. Na schön, von mir aus. Dann nenne ich dich eben Zwerg. Das passt am besten. Hör endlich auf damit, Stanley. Ach, was hab dich nicht so. Ich kann doch noch einen Witz machen. Du sollst damit aufhören, du Angeber, du. Ich habe eine Bitte. Darf ich vielleicht wieder mal mit dir zusammen auf Poki zur Schule reiten? Ja, natürlich, Susan. Wenn du möchtest, gern. Du hast mir doch versprochen, du wolltest mit mir gehen. Ich hab's mir anders überlegt. Und wenn du weiter so gemein zu Rodney bist, dann gehe ich überhaupt nicht mehr mit dir. Ach so, das ist dein neuer Verehrer, was? Hör jetzt auf mit diesem blöden Quatsch. Und sprich mich nie wieder an. Darauf kannst du dich verlassen, Zwerg. Du musst gar nicht auf das hören, was er sagt. Der hat doch nur Stroh im Kopf, weiter nichts. Vor der Bohnenstange habe ich bestimmt keine Angst, das sage ich dir. Den musst du nicht weiter wichtig nehmen. Wir müssen gehen, sonst kommen wir zu spät, Susan. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Weißt du, Rodney, ich... Was denn? Ich weiß, dass man als Mädchen sowas nicht fragt, aber... Willst du beim nächsten Klassenpicknick mein Partner sein? Ich? Ja, ich bringe auch was Schönes zu essen mit. Ein Stück kalten Gänsebraten und Spargelsalat. Und meine Mutter hat mir erlaubt zu backen. Oh, da freue ich mich drauf. Ich mache vielleicht einen Käsekuchen. Was? Du möchtest, dass ich mit dir zum Picknick gehe? Mhm. Oder hast du keine Lust? Aus unserer Klasse würden alle am liebsten mit dir gehen. Das weißt du doch. Ich will aber gar keinen anderen Begleiter haben, Rodney. Ich möchte, dass du mit mir gehst. Aber ich passe gar nicht zu dir, glaube ich. Ich meine, ich bin viel zu klein. Nein, das ist nicht wahr, Rodney. Für mich bist du ganz riesengroß. Ja, wirklich? Aha. Gib mir doch bitte deine Hand. Oh, sieh mal die Seerose da. Ist die nicht wundervoll? Möchtest du sie? Ja, gern. Ich weiß aber nicht, ob du da rankommst. Das wirst du gleich sehen. Vorsicht, pass auf. Das sagt meine Mutter auch immer. Rodney. Ist dir was passiert? Nein, aber jetzt muss ich mich erst umziehen und kann nicht mit dir mitkommen. Wo warst du denn, Pivi? Schwimmen. Aha. Was? Rodney.
Ja, Miss Miller? Komm doch mal her. Das war alles meine Schuld. Halb so schlimm. Du kommst eine Stunde zu spät, Rodney. Ja, Miss Miller. Hast du eine Entschuldigung mit? Nein, Miss Miller. Also gibt's keinen Grund für dich, zu spät zu kommen. Das kommt auf die Auffassung an. Ich bitte um Ruhe. Wenn das nochmal passiert, sitzt die ganze Klasse eine Stunde nach. Ich habe die Auffassung, dass du jetzt 200 Mal an die Tafel schreiben wirst, ich darf nicht zu spät in die Schule kommen, wenn ich keine Entschuldigung habe. Ist dir meine Auffassung klar? Ja, Miss Miller. Es wird nicht gesprochen während meiner Abwesenheit. Der arme Zwerg, der kommt nicht mal an die Tafel oben ran. Hör auf damit, du Angeber. Jetzt gerade. Versuch's doch mal mit Stelzen, Zwergnase. Rodney! Piggy! Hilf ihm doch, Joe! Hört auf, das könnt ihr doch in der Turnstunde machen! Auf, gib's ihm! Auf. Ja, richtig! Wollt ihr wohl damit aufhören? Wer von euch hat angefangen? Ich warte auf eine Antwort. Ich habe angefangen, Miss Miller. Es wird mir nichts weiter übrig bleiben, als mit deinem Vater zu sprechen. Er möchte morgen Nachmittag zu mir kommen. Geht wieder auf eure Plätze. Hör mal zu. Wenn du so weitermachst, dann wirst du deine halbe Schulzeit mit Strafarbeiten und Nachsitzen verbringen, Rodney. Ich kann nichts dafür, Joe. Wirklich nicht. Jedes Mal, wenn dieser blöde Affe eine Bemerkung über meine Größe macht, sehe ich rot. Dann such dir eben eine andere Farbe aus. Diesen Monat kommt dein Vater schon zum dritten Mal in die Schule. Zum vierten? Du kannst nicht immer gleich eine Schlägerei anfangen, wenn einer mal einen Witz macht. Ich werde ja auch nicht mein Leben lang so klein bleiben. Nein. Vielleicht wirst du mir bald über den Kopf wachsen. Ist das denn ernst, Joe? Natürlich. Ich glaub's nicht. Warum nicht? Weil niemand in unserer Familie groß ist. Deswegen. Das ist hoffnungslos. Das hat doch nichts damit zu tun. Nimm mal Abraham Lincoln. Vater und Mutter waren beide klein und er wurde beinahe ein Riese. Sowas gibt's auch. Obwohl die damals keine Vitaminkost gehabt haben. Susan will, dass ich mit ihr zum Klassenpicknick gehe. Toll, ist das wirklich wahr? Aber ich tu's nicht. Warum nicht? Du hast sie doch gern. Ja, aber sie ist doch so viel größer als ich und da komme ich mir so... Du kommst mir jetzt auch langsam komisch vor. Ich will aber nicht, dass sich die anderen über mich lustig machen und besonders nicht Stanley Smith. Och, der ist doch nur neidisch, dass Susan nicht mit ihm geht. Sie kann ruhig mit ihm gehen, von mir aus. Hör mal, Rodney, ich finde, das ist... Nein, ich gehe nicht mit ihr. Vielleicht komme ich überhaupt nicht zu dem Picknick. Glaubst du, die trocknen sich von allein ab? Ich würde an deiner Stelle lieber im Bett räumen und nicht beim Abwaschen. Pete? Ja? Wie groß bist du? 1,67. Und wie groß bist du in meinem Alter gewesen? Sag mal, ihr wollt wohl einen Weltrekord im Abwaschen aufstellen. Der Limmel hat mir eben eine sehr schwierige Quizfrage gestellt. Er will wissen, wie groß ich gewesen bin, als ich so alt war wie er. Oh, ich nehme an, er wird einen bestimmten Grund haben, wenn er das wissen will. Hast du etwa Angst, dass du nicht so groß wie ein Wolkenkratzer wirst? Es ist nicht meinetwegen, sondern wegen Rodney. Wer ist das? Rodney Jenkins. Du meinst P.V. Jenkins damit. Aber er will nicht mehr so genannt werden. Ah, oh, jetzt verstehe ich. Wie kommst du darauf, dass Rodney nicht mehr größer wird? Weil seine Eltern klein sind. Und seine Großeltern auch. Und da hat er eben Angst. Mach dir darüber keine Kopfschmerzen, Joe. Die Körpergröße ist bei einem Menschen nicht so wichtig wie seine persönlichen Eigenschaften. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, P.V., Rodney, wird auf einmal in die Luft schießen wie ein Spargelbeet im Frühling. Ich war auch einmal ein halber Zwerg, als ich klein war. Und jetzt bin ich so. Ja. Sieht aus, als ob ein Sturm aufkommt. Mach lieber die Fensterläden zu, Samson.
Selbstverständlich. Du machst den Abwasch fertig, Joe. Und vergiss nicht, du musst auch noch die Mathematikarbeit schreiben. Ja, leider, Jim. Pass mal auf. Rodney hat alle Vorzüge, die ein richtiger Junge haben soll. Das kannst du ihm von mir sagen. Ja. Von mir auch. Herkules Fernkurs für Körperbildung. Herkules Muskeln lassen jedes Frauenherz höher schlagen. Na, wie geht's so? Hier ist die Post für Jim. Sagen Sie, Mr. Crane, ist das alles? Warte mal. Ich glaube, da ist noch ein Paket für dich aus Chicago. Kann das stimmen? Endlich ist es angekommen, Fury. Herkules Fernkurs für Körperbildung. Du willst wohl Boxer werden, hm? Nein, das nicht, aber Sie verraten doch nichts. Auf keinen Fall. Wir Briefträger sind verpflichtet, das Postgeheimnis zu wahren. Danke, Mr. Crane. Werfen Sie doch bitte den Brief in den Kasten am Haus. Ich muss jetzt gleich weg. Ist gut. Das muss aber was sehr Wichtiges sein, was du mit mir dazu besprechen hast, wenn du mich mitten aus den Hausaufgaben wegholst. Es ist sogar mehr als wichtig, Rodney. Du weißt doch, ich habe von einer Überraschung für dich gesprochen. Hier ist sie. Was ist das? Herkules Fernkurs für Körperbildung. Ich habe ihn extra für dich aus Chicago kommen lassen. Du nimmst diesen Kurs und dann bist du in ein paar Wochen viel größer und stärker als wir alle. Das hast du für mich gekauft? Natürlich, du bist doch mein Freund. Ja, aber du hast sicher eine Menge Geld dafür bezahlt. Das war nicht so viel. Wenn du willst, kannst du es mir ja irgendwann zurückgeben. Dafür möchte ich mich revanchieren. Unsinn. Versprich mir nur, dass du die Anweisungen genau befolgst. Ich hab's nicht umsonst ausgegeben. Und wenn man irgendwo Geld bezahlt, dann will man auch was davon haben. Ich tue alles, was da drin steht. Das verspreche ich dir. Du könntest dich doch revanchieren, fällt mir ein. Ich tue alles für dich. Geh mit Susan zum Klassenpicknick. Du bist gemein, Joe, dass du ausgerechnet das verlangst. Du wolltest doch alles für mich tun. Das schon. Also meinetwegen. Aber wenn die sich wieder über mich lustig machen, dann können... Die werden sich schön hüten. Denn bis dahin bist du ein neuer Herkules. Nimm sie langsam runter. Nicht so schnell. Ganz nach oben. Ach, wir versuchen vielleicht besser eine andere Übung. Du musst ganz gerade stehen. Ich stehe so gerade, wie ich kann. Noch nicht größer, hm? Das ist kein Wunder. Die Übungen, bei denen man wächst, haben wir noch nicht gehabt. Jetzt kommt der Muskelstrecker. Immer wenn ich zähle, ziehst du das Ding auseinander. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es solche Anstrengung ist, hätte ich damit gar nicht erst angefangen. Ja, aller Anfang ist schwer. Fertig? Eins, zwei, drei, weiter auseinander. Ich versuch's ja, aber es geht nicht. Vier, fünf, sechs, sieben. Kannst du nicht ein bisschen langsamer zählen? Dir wär's wohl am liebsten, wenn ich buchstabenweise zählen würde. Los, versuch's nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stehst du auch wirklich ganz gerade? Ja. Siehst du, jetzt habe ich 3 Wochen die Folterqualen durchgemacht und bin trotzdem kein Zentimeter gewachsen. Nicht mal einen halben. Dafür bist du aber viel stärker. Ich wette, du machst Stanley mit dem kleinen Finger fertig. Aber ich bin auch genauso klein. Es hat keinen Zweck, Joe. Ich bin und bleib eben ein Zwerg. Trotzdem, vielen Dank für deine Mühe. Wart's ab, Rodney. Du gewinnst morgen beim Picknick bestimmt alles. Ich glaube nicht, dass ich mitkomme, Joe. Aber du hast doch gesagt, dass du gehst. Ja, ich weiß schon. Ich muss mir das nochmal überlegen. Während du deine Streckübungen machst, kannst du das ja in aller Ruhe tun. Schon wieder? Ja, schon wieder.
keine Müdigkeit vor Schützen. Inzwischen suche ich mal nach dem Fohlen, das sich hier verlaufen haben soll. Und nicht schwindeln. Fiore wird ganz genau aufpassen. Ja, Fiore? Ich komme ja bald wieder. Eins, zwei, drei, vier. Was machst du denn, Herr Zwerg? Willst du Weltmeister im Fliegengewicht werden? Herkules Fernkurs für Körperbildung. Kannst du mir nicht mal zeigen, was du dabei gelernt hast, Herkules? Das zeige ich dir auf dem Picknick. Willst du mich vielleicht beim Wettstricken schlagen? Ich höre ja schon auf. Denen werde ich zeigen, Fury. Allen werde ich zeigen. Guten Morgen, Miss Miller. Guten Morgen, Joe. Hier ist mein Picknickkorb. Das riecht ja herrlich. Peter hat den Kuchen gebacken. Er macht den besten Apfelkuchen, den es gibt. Ja, beim Stiftungsfest hat er mir damit den ersten Preis weggeschnappt. Das tut mir aber leid. Jetzt ist er doch da. Ja, es hat mich auch viel Mühe gekostet. Tag, Stanley. Wo ist dein Mädchen? Auch eine Frage. Ich musste Annie mitnehmen. Meine Mutter ist in Capital City zum Einkaufen. Kann ich bitte ein Stück Kuchen haben? Ja, später. Lass doch meine Hose los. Ihr beide seid ein hübsches Paar. Ihr beide auch. Und warum kommst du nicht mit einem Mann an, statt mit so einem Bleistift? Hör auf, ihn zu ärgern, sonst macht er dich fertig. Der kann doch noch nicht mal ein Butterbrotpapier kaputt machen. Der weiß noch nicht, was ihm blüht. Ich würde mir lieber einen anderen Gegner bei den Wettkämpfen suchen. Noch einen Schwächern als den? Kommt, Kinder, jetzt fangen die Wettbewerbe an. Wir beginnen mit dem Drei-Beine-Rennen. Ihr beide lauft zusammen und ihr beide? Rodney, versuch meinen Kuchen mal. Ich hab keinen Hunger. Das ist doch nicht so schlimm, Rodney. Du bist immerhin Dritter geworden. Ja, im Tauziehen. Hier, das ist jetzt schon das vierte Stück. Mhm. Jetzt lass mich endlich in Frieden. Ja. Wenn wir darum gekämpft hätten, wer am schnellsten in einem Mauseloch verschwinden kann, dann hättest du bestimmt gewonnen. Ich warne dich, Stanley. Sieh dich vor mir vor. Vielleicht findest du das nächste Mal einen Verehrer, der wenigstens einen Preis gewinnt. Mit deinen lächerlichen Preisen imponierst du mir überhaupt nicht. Steckst du dir einen Hut? Stanley, tu mir bitte den Gefallen und bleib hier. Ich muss ihr doch helfen. Sie kann da nicht raus. Da gibt's nur eins, Joe. Du musst mit Fury Hilfe holen. Das schaffen wir nicht mehr. Fury! Fury! Fury!
Du musst mir helfen, Fury. Was willst du denn tun? Runterklettern und Fury zieht mir am Seil wieder rauf. Das werde ich auf keinen Fall erlauben, Joe. Du bist doch viel zu groß. Das ist mir ganz egal. Ich versuch's. Ich könnte es vielleicht machen. Das verbiete ich dir, hörst du? Dann sitze ich lieber mein ganzes Leben lang dafür nach. Annie. Annie. Hilf mir doch, Stanley. Gut, einverstanden. Er kommt vielleicht am besten rein. Zieh an, Fury. Bleib stehen. Langsam nachlassen. Gut so. Immer weiter. Nimm sie an den Arm. Fertig! Zieh langsam hoch, Fury. Komm zurück, Fury. Angst gehabt, Annie? Ja, etwas schon. Alles in Ordnung, Pivi? Aber natürlich. Das vergesse ich dir nie. Willst du mein Freund sein? Ich nehme auch alles zurück, was ich über dich gesagt habe, Rodney. Für seine Einsatzbereitschaft und seinen Mut wird hiermit Rodney Jenkins als 11. Bürger der Stadt die Tapferkeitsmedaille verliehen. Der Bürgermeister von Capital City. Herzlichen Glückwunsch, Rodney. Danke. Gratuliere. Das hast du wirklich verdient. Rodney, ich bin stolz auf dich. Du bist der mutigste Junge auf der ganzen Welt. Das stimmt nicht, Susan. Ohne Fury und Joe hätte ich das nie geschafft. Und noch eins. Hör auf, Rodney zu mir zu sagen, Susan. Meine Freunde nennen mich alle Pivi. In Ordnung, Pivi.